Stahl steckt fast überall drin und kann immer wieder recycelt werden. Doch wie entsteht das harte Supermaterial? Bevor es gleich ans Stahlkochen geht, brauche ich erstmal Stahlschrott. Die Schrottinsel mitten im Duisburger Hafen ist der größte Schrottplatz Europas. Alle erdenklichen Sorten von altem Stahl lagern hier und warten auf die Wiederverwendung. Denn Stahl kann immer wieder recycelt werden und gehört zur Produktion von neuem Stahl dazu. Hier liegt alter Baustahl genauso wie Haushaltsschrott oder Autowracks. Mein Job jetzt: beim Sortieren der riesigen Schrottberge helfen. Oh, das ist aber cool. Jetzt geht's dem Schrott an den Kragen hier. Da wird schön verladen. Da vorne ist eine Badewanne. Das ist jetzt meine Aufgabe. Wie greifst du denn zuerst? Liebe Badewanne, jetzt musst du dran glauben. Ich soll mal zeigen, was ich kann, und die Wanne vor dem Schredder platzieren. So. Links. Ah! Spinne auf, und zwar so. Ja! Schrottplatz-Baggertest bestanden. Die Profis packen den Schrott mit dem Bagger direkt auf das Förderband, das ihn in den Schredder fährt. Im Schredder wird der Stahlschrott klein gehäckselt. Reingucken können wir nur über die Kameras in der Anlage. Was oben groß reinkommt, kommt unten klein wieder raus. Der handliche Schrott wird jetzt verladen, und zwar von mir. Mach's an, geht weiter, ja? Langsam. Langsamer werden. Stopp. Weiter. Der Schrott kommt auf ein Schiff, das ihn zum Stahlwerk befördert. Die Schaufel. Okay. So, für unseren Schrott geht's jetzt ab ins Stahlwerk, ne? Ja. Das ist der nächste Schritt, also der nächste Schritt zum frischen Stahl sozusagen. Vielen Dank für deinen Schrott-Crashkurs, den du mir hier gegeben hast. Sehr gerne. Und ich mache mich jetzt auf ins Stahlwerk. Wenige Kilometer von der Schrottinsel entfernt steht hier in Duisburg das größte Stahlwerk Europas. Auch das Stahlwerk liegt direkt am Hafen, denn um Stahl herzustellen, braucht man neben dem Schrott vor allem Eisenerz, die Hauptzutat für neuen Stahl. Sie kommt mit riesigen Schiffen aus der ganzen Welt. Das Einschmelzen des Eisenerzes ist der erste Schritt für die Stahlherstellung. Der fast 90 Meter hohe Hochofen ist das Herzstück des Stahlwerks. Hier entsteht aus Eisenerz das Roheisen. Zum Befeuern des Ofens wird der Brennstoff Koks verwendet. Darauf kommt das Eisenerz. Nun wird von unten extrem heiße Luft in den Hochofen geblasen. Die ist über 1300 Grad heiß und wird Heißwind genannt. Durch den Heißwind entsteht eine enorme Hitze. Das Eisenerz schmilzt und es findet eine chemische Reaktion statt. Das Eisenerz verliert dabei unter anderem seinen Sauerstoff und wird somit zum sogenannten Roheisen. Dieses Roheisen ist flüssig, ca. 1500 Grad heiß, und sammelt sich am Boden des Hochofens. Dann wird es kontrolliert abgelassen. Das ist der sogenannte Abstich. Und hier sind wir jetzt direkt am Hochofen. Genau. Ach gut, guck mal, da sieht man schon die Flammen hier. Genau, wir sind hier auf der Abstichbühne. Das ist der Bereich, wo wir die Schmelze aus dem Hochofen herausbekommen. Wo ist denn jetzt das flüssige Eisen im Moment? Das flüssige Eisen kommt hier hinter. Wir sind am unteren Teil vom Hochofen. Dann kommt dann da unten unter der Haube, können wir gleich nochmal genauer sehen, kommt es aus dem Hochofen hinaus. Also der läuft jetzt gerade im Moment? Genau, der läuft. Ja. Der läuft rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 25 Jahre. 25 Jahre, ja, am Stück? Vierteljahrhundert. Warum läuft der denn 25 Jahre am Stück durch? Warum schaltet ihr nicht zwischendurch mal ab, wenn ihr kein Eisen braucht oder sowas? Die Reaktionen, die wir im Hochofen haben, die brauchen unheimlich hohe Temperaturen. Und wenn wir einen Stillstand machen, also eine kurze Pause, wird das darin kalt. Ja. Wenn das zu kalt drin wird, können wir die Reaktion nicht mehr in Gang kriegen, weil wir den heißen Wind nicht mehr durch den Hochofen bekommen. Okay, das ist dann, weil es festgebacken ist. Genau. Und nun kriegt ihr die Hitze eigentlich gar nicht mehr rein. Dann ist der Ofen kaputt eigentlich, oder, wenn das festgebacken ist? Dann haben wir eine große Baustelle und müssen alles harte Material rausbekommen. Und deswegen läuft es die ganze Zeit durch. Genau.
So ganz nah kommen wir wahrscheinlich nicht ran, aber so ein bisschen näher vielleicht. Genau. Ein bisschen näher kommen wir dran. Ich würde sagen, wir holen hier erstmal ein Jäckchen vernünftig. Noch andere Klamotten? Ja, natürlich. Okay. Das Jäckchen, das ich von Sören bekomme, ist aus feuerfestem Material, genau wie die Handschuhe. Fürs Gesicht brauchen wir einen speziellen Schutzschild. Jetzt kommt der Abstich. Mit einem schweren Bohrer wird der Hochofen angebohrt, um die nächste Ladung heißes Eisen abzulassen. Später wird dieses Loch natürlich wieder verschlossen. Durch die Luke sehen wir das abfließende Roheisen. Oh, das ist ja der Hammer, ey. Flüssiges Eisen. Genau. Flüssiges Eisen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das flüssige Eisen fließt wie Wasser. Ja, es fließt wie Wasser und es spritzt auch. Es spritzt, gibt ein paar Funken. Das flüssige Roheisen wird in eine feuerfeste, sogenannte Torpedopfanne abgelassen. Stimmt die Qualität? Einer der Schmelzer nimmt eine Probe direkt aus dem fließenden Eisenstrom. Das sieht total schön aus. Ja, glüht jetzt noch. Die hatte gerade noch 1500 Grad. Die Hitze müssen wir jetzt erstmal aus dem Material rausbekommen. Mit dem Wasser. Ey, und da fängt das Wasser mal direkt an zu kochen. Ja. So schnell kann das gehen. Das sieht ja geil aus. Kann ich anfassen? Wenn es gleich so abgekühlt ist, du hast ja extra spezielle Handschuhe, die sind ja hochtemperaturfest, da kannst du die in der Hand nehmen. Das war vorhin noch 1500 Grad heißes Eisen und jetzt habe ich es in der Hand. Es dampft auch noch schön. Vom Hochofen zum Stahlwerk. Der Transport läuft über die Schiene. Hallo. Hallo. An einer Diesellok hängen mehrere Torpedopfannen auf einmal. Und ich da vorne beim Lokführer mitfahren. Am Stahlwerk ist unsere Fahrt zu Ende. Das flüssige Eisen muss hier erstmal warten. Denn zur Stahlproduktion kommt jetzt wieder unser Schrott ins Spiel. Jetzt wird er recycelt. Direkt neben dem Stahlwerk wird mit riesigen Magneten die richtige Mischung zusammengestellt. Jetzt geht es ans eigentliche Stahlkochen. Unser Stahlschrott wird in einen riesigen Behälter, den Konverter, gekippt. Sowas wie ein großer Kochtopf. Wie schon im Hochofen muss auch hier eine Wahnsinnsenergie aufgewendet werden, um die notwendigen Temperaturen zu erzeugen. Jetzt fehlt noch unser Roheisen. In diesem Behälter schwebt es Richtung Kochtopf. Wow! Wie viel ist da drin? Da sind 250 Tonnen flüssiges Roheisen drin. Was wir hierher transportiert haben mit dem Zug, das ist da jetzt drin. Das heißt, der Schrott ist drin, jetzt kommt das Roheisen und das wird jetzt zusammengemixt. Genau. Über 300 Tonnen Material landen im Stahlkochtopf und sollen darin zu Stahl werden. Der Stahlkochtopf wird Konverter genannt. Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet umwandeln. Hier in dem Behälter wird also Eisen in Stahl umgewandelt. Neben dem flüssigen Eisen befindet sich ja auch Stahlschrott im Konverter. Jetzt wird reiner Sauerstoff dazu geblasen. Dadurch wird es noch heißer. Durch eine chemische Reaktion wird dem Roheisen jetzt Kohlenstoff entzogen. So entsteht Stahl. Der hat im Vergleich zum Roheisen eben viel weniger Kohlenstoffanteile. Und das macht den Stahl sehr biegsam und stabil. Der flüssige Stahl wird jetzt aus dem Konverter abgelassen. Ist ein bisschen so, als würde ich bei einem Vulkanausbruch zugucken. So, jetzt kommt der Stahl halt von der letzten Behandlung. Das ist so eine richtige Stahlsuppe jetzt. Wabert so hin und her. Jetzt geht's nach oben hier. Denn der flüssige Stahl soll in die nächste Werkshalle gebracht werden. Hier wird er gleich in Form gegossen. Der Stahl wird in sogenannte Brammen gegossen, die noch glühend geschnitten werden. Fürs Schneiden sind spezielle Schneidbrenner mit extrem hohen Temperaturen nötig.
die Brammen jetzt gelagert und dann auch verladen. Das passiert hier gerade. Wenn der Kran weg ist, können wir bestimmt noch mal ein bisschen näher ran. Aber ich spüre jetzt hier an der Stelle auch schon, dass die natürlich noch heiß sind. Ne? Da kommt noch eine ganze Menge Hitze rüber. Wie lange brauchen die, bis die dann abgekühlt sind? Ja, dass sie auf Raumtemperatur sind, dauert circa eine Woche. Echt, so lange dauert das? Ja. Ich meine, jetzt im Moment, das nicht anfassen. Das ist, also anfassen geht nicht, ne? Nein. Das ist jetzt wie in einem Backofen hier. Eine Pizza können wir uns wahrscheinlich machen da drauf, oder? Von der Temperatur her, ja, ist natürlich strengstens verboten. Ja, ist ja auch dreckig, das wollen wir nicht. Wie geht's denn dann weiter von hier? Von hier aus geht es dann weiter in die Flammerei oder zum Warmhandwerk direkt. Und da wird der Stahl dann weiterverarbeitet? Der wird da weiterverarbeitet. Wow, bis aus Stahlschrott wieder verwertbarer Stahl wird, sind mega viele Arbeitsschritte nötig. Stahl herzustellen ist also extrem aufwendig und verbraucht natürlich auch eine Menge Energie. Aber dafür kann man Stahl eben immer wieder verwenden. In eurem Besteck zu Hause steckt vielleicht Stahl, der schon mal in einem Fahrrad oder einem Auto war. Cool, oder? Welche Beispiele kennt ihr noch, wo Stahl drin ist?